Es ist Mittwoch, der 17. April 2013. Dies ist eine Aufnahme für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drama am 18. April 2013. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz. Ja, guten Tag, Herr Dr. Ganser. Ja, guten Tag. Sie haben in Ihrer Doktorarbeit promoviert zu NATO, zu den Geheimarmeen der NATO. Ja. Und das gibt es auch in Buchform. Ja. Und in Luxemburg läuft zurzeit ein Prozess zu Gladio und was Gladio in Luxemburg bzw. das Stay-Behind-Netzwerk dort gemacht haben soll. Was ist Ihnen dazu bekannt? Wie bewerten Sie das? Also es ist auf jeden Fall interessant, dass es diesen Prozess in Luxemburg gibt, weil die NATO-Geheimarmeen wurden ja schon 1990 aufgedeckt in Italien durch damals Premierminister Giulio Andreotti. Und damals hat man in ganz verschiedenen Ländern von Europa, also auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in Griechenland, in der Türkei, in Spanien, Portugal, Dänemark, Holland, auch in Norwegen, Schweden und Finnland, zugeben müssen, dass es Geheimarmeen gibt in den jeweiligen Ländern und dass die durch die CIA, der MI6, geführt werden und von der NATO koordiniert werden. Und was wir jetzt in Luxemburg haben, ist, dass im Jahre 1990 damals der Premierminister Jacques Santer gesagt hat, ja, es gab die Geheimarmee auch in Luxemburg, aber er hat sich vollkommen überrascht gegeben. Er hat damals gesagt bei dem Parlament, ich hatte keine Ahnung, dass es solche Geheimarmeen gibt. Und das ist jetzt in diesem Prozess widerlegt worden. Man hat jetzt schon, der Prozess läuft erst einige Wochen, hat man schon herausgefunden, schon Dokumente aufgetaucht, die zeigen, dass Jacques Santer sehr wohl informiert war, dass er Dokumente unterzeichnet hat, dass es Übungen gibt der Geheimarmeen. Kurzum, der Prozess selber dreht sich eigentlich um einige Strommasten, die in den Jahren 84, 85 und 86 in die Luft gesprengt wurden. Und die Frage ist jetzt, ob die Geheimarmee von Luxemburg da beteiligt gewesen ist, das ist also Terror im Inland. Diese Frage ist noch nicht geklärt, aber der Prozess ist auf jeden Fall interessant. Einer der wichtigsten Zeugen scheint ja ein Andreas Kramer, ein Historiker aus Duisburg in Deutschland zu sein, der schwere Vorwürfe gegen seinen Vater Johannes Kramer erhebt. Ja, das ist richtig. Das ist bis jetzt im Prozess der interessanteste Zeuge. Andreas Kramer sagt, dass die Stay-Behind-Geheimarmee aus Luxemburg in diese Terroranschläge in Luxemburg involviert gewesen ist. Und er sagt, er wisse das, weil sein Vater Johannes Kramer, der verstorben ist, früher an diesen Anschlägen direkt beteiligt gewesen sei. Und jetzt kommt das Brisante. Und zwar als BND-Mann, das heißt der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Geheimdienst, hat eine NATO-Geheimarmee gehabt, das wissen wir. Aber auch in Deutschland hat man eigentlich in den letzten 20 Jahren kaum über dieses Thema sprechen wollen. Und jetzt ist also im kleinen Nachbarland Luxemburg ein Prozess am Laufen, in dem eben sozusagen untersucht wird, ob die Geheimarmee in Luxemburg in Terroranschläge verwickelt ist. Und da kommt ein Zeuge aus Deutschland, dieser Andreas Kramer, der eben sagt, ja, das war der Fall, die Stay-Behind-Armee von Luxemburg hat diese Anschläge durchgeführt. Im Moment ist das einfach eine Zeugenaussage. Und Gaston Vogel, das ist der Verteidiger der beiden Angeklagten, das sind also zwei Männer angeklagt, der sagt, man müsse das genauer untersuchen, seine zwei Männer, die eben angeklagt sind, die will er so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und sagen, das war die Geheimarmee. Wenn ich das richtig verstehe, hat die Koordinierung dieser Geheimarmeen, die es eben in verschiedensten NATO-Mitgliedstaaten gab, hatten das NATO-Gremien übernommen, aber die Führung dieser Geheimarmeen ist jeweils in den einzelnen Staaten passiert, jetzt von Militär oder vom Geheimdienst? Genau, das ist richtig. Also es ist ziemlich schwierig, die genaue Befehlsstruktur der NATO-Geheimarmeen
wieder aufzuschlüsseln, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die NATO die größte militärische Organisation der Welt ist. Mit den USA, die die NATO führen, sozusagen kann man sagen, die NATO wird durch das Pentagon, das amerikanische Verteidigungs- oder Angriffsministerium, wie man es dann auch nennen will, geführt. Das heißt, die NATO hat eine hierarchische Struktur. Und jetzt, heute haben wir rund 28 Länder, die NATO-Mitglieder sind. Und im Kalten Krieg waren es ein bisschen weniger, aber damals war natürlich in jedem Land ein Verteidigungsminister zuständig für die Verteidigung des spezifischen Landes, aber der internationale Kontext wurde durch die NATO koordiniert. Das heißt, die Verteidigungsminister haben sich dann in NATO-Gremien immer wieder getroffen. Und unter dem Verteidigungsminister gibt es ja eigentlich fast in allen Ländern einen militärischen Geheimdienst. Und gerade in Italien, wo wir die Dokumente haben, kann man sehen, dass die Geheimarmee in Italien, ist die Gladio, dass diese Gladio-Geheimarmee in Italien im militärischen Geheimdienst eingebaut war. Und zwar so versteckt, dass auch die Politiker und vor allem auch die Bevölkerung oder die Journalisten praktisch nichts davon wussten. Was hat der Prozess in Luxemburg über Gladio-Taten oder Taten vom Stay-Behind-Netzwerk in Deutschland herausgebracht bisher? Bisher ist auch hier wieder die Aussage des Zeugen Andreas Kramer interessant. Er hat gesagt, dass sein Vater, eben Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter Johannes Kramer, der jetzt eben verstorben ist, den kann man nicht mehr fragen, dass der an dem Terroranschlag in München auf das Oktoberfest 1980 beteiligt gewesen sei. Das ist eine sehr spektakuläre Aussage, denn wenn sie wahr ist, bedeutet das, dass in Deutschland natürlich dieser Terroranschlag stattgefunden hat. Das weiß man, das ist unbestritten, diesen Terroranschlag gab es. Aber die Interpretation dieses Anschlages, die ist eben umstritten. Die einen sagen, das war Gundolf Köhler, ein Rechtsextremist, ein Einzeltäter, und damit war die Sache eigentlich abgehakt. Das sind also verschiedene Bücher und auch Dokumentarfilme oder Zeitungsartikel, die diese These verfolgen. Gundolf Köhler, der Einzeltäter für den Terroranschlag in München 1980. Und die andere These ist eben, dass diese Gladio-NATO-Geheimarmee in Deutschland diesen Anschlag ausgeführt hat. Und jetzt haben wir in Luxemburg eigentlich erstmals vor einem Gericht einen Zeugen, der sagt, ja, es war so, mein Vater war in der deutschen Geheimarmee und er hat den Anschlag in München ausgeführt. Ich sage immer, wenn das stimmt, dann haben wir Staatsterrorismus in Deutschland 1980, weil, man muss sich das so vorstellen, die Geheimarmeen, das sind Staatsorgane. Das heißt, das ist also das Geld der Steuerzahler, das fließt ja zum Verteidigungsministerium und zum Geheimdienst, auch zu den Schulen und zu den Krankenhäusern, aber es fließt eben auch zu den Geheimdiensten und zu den Offizieren im Militär. Und die haben ja die Aufgabe, das Volk zu schützen. Und das tun sie auch in der Regel. Aber es kann eben dazu kommen, dass es einen Machtmissbrauch gibt. Und in diesem Falle wäre das ein ganz, ganz krasser Machtmissbrauch gewesen. Darum sage ich jetzt mal so, man muss die These, dass die Geheimarmee den Anschlag in München durchgeführt hat, die muss man prüfen. Es ist immer noch nicht bewiesen, aber es ist sehr wichtig, dass man das unbedingt prüfen muss. Hier muss man bei dem Zeugen Andreas Kramer nachhaken. Er müsste eigentlich auch weitere Beweise vorlegen, wenn er denn das kann. Das heißt, vielleicht noch detaillierter berichten zu untermauern oder schriftliche Beweise. Nun gut, die Sache bei München ist so, als der Anschlag vorbei war, hat man eine Spur verfolgt, die führte zur Wehrsportgruppe Hoffmann und zu einem Herr Heinz Lemke. Und dieser Heinz Lemke hatte ein großes Waffenlager, das hat man dann ein Jahr nach den Anschlägen entdeckt, in der Lüneburger Heide. Und die Polizei hat diesen Heinz Lemke befragt und es ist komisch, dass man das erst ein Jahr später gemacht hat, weil die Terroristen rund um Gundolf Köhler hatten schon gesagt, ja, wir haben Kontakt zu Heinz Lemke und der versorgt uns mit Sprengstoff und Waffen. Und die Frage ist, wurde der Terroranschlag in München, den es ja ohne Zweifel gab, ja, da gab es viele zivile Opfer, wurden diese Terroristen durch ein Waffenlager der NATO-Geheimarmee versorgt? Denn es ist
ganz klar und erwiesen, dass alle NATO-Ländern diese Geheimarmeen unabhängige Waffenlager hatten mit Sprengstoff und Munition und Granaten, Gewehren, weil die Doktrin war ja im Kalten Krieg, dass wenn die Sowjetunion in Westeuropa einmarschiert, dann müssen diese Stay-Behind-Geheimarmeen in besetzten Gebieten als Resistance und als Guerilla kämpfen und dafür brauchten sie ja Waffenlager. Also hat man in Belgien und auf Wiesen und in Italien auch auf Friedhöfen diese geheimen Waffenlager angelegt als Verstecke. Auch in der Schweiz gab es eine Geheimarmee P26, die hat also Waffenlager in den Bergen und hat sie versteckt. Was ist heute alles bekannt? Der Forschungsstand ist hier absolut klar. Was nicht klar ist, ob dieses Waffenlager von Heinz Lemke für den Anschlag in München benutzt wurde. Und als die Polizei Heinz Lemke fragen wollte, 1981 war das, da war die, der erhängt in der Zelle. Und Andreas Kramer, der Zeuge im Prozess in Luxemburg, sagte eben wieder, ja, hier habe man eben dafür gesorgt, dass der Mann nicht aussagen konnte. Wie bewerten Sie den Prozess und auch vielleicht, dass diese Dinge so spät erst ins Licht der Öffentlichkeit kommen, wenn es denn zutrifft, was der Zeuge Andreas Kramer sagt, für die luxemburgische Politik, insbesondere für den Regierungschef Jean-Claude Juncker, der ja auch schon seit vielen Jahren regiert? Nun gut, es ist immerhin gut, dass es in Luxemburg einen Prozess gibt. Ist natürlich für Juncker und auch vor allem für Santer, ist das delikat, ja, weil das Misstrauen der Bevölkerung nimmt natürlich zu, wenn sie hören, dass es Geheimarmeen gegeben hat, wenn sie hören, dass möglicherweise der Staat in Terroranschläge verwickelt ist, wenn sie hören, dass die NATO hinter dem Rücken der Demokratie verdeckte Operationen durchführt, ist dann immer die Frage, was von diesen Geschichten kann bewiesen werden und was ist nur einfach eine Geschichte. Aber wenn die Leute das ja hören, das hören sie jetzt in Luxemburg jeden Tag, dieser sogenannte Bommelaire-Prozess, das ist also wirklich in Luxemburg eine große Sache, die Medien berichten die ganze Zeit darüber, dann bedeutet das eigentlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Es ist daher ein wichtiger Prozess, aber wir wissen im Moment noch nicht genau, was dabei herauskommt. Man muss im Kopf behalten, 1990, als der italienische Verteidigungsminister, italienische Premierminister Giulio Andreotti gesagt hat, die NATO hat Geheimarmeen, hat die NATO zuerst gesagt, nein, stimmt nicht. Und am nächsten Tag musste sich korrigieren, hat gesagt, stimmt, aber wir können nichts dazu sagen, das ist Top Secret, das sind höchste Geheimhaltungsstufen. Und das hat damals schon für große Irritationen gesorgt. Das ist eigentlich immer bei militärischen Skandalen das ist so, dass eigentlich die Bevölkerung dann wissen will, gab es die Geheimarmeen, was haben die gemacht und haben die einfach auf die Sowjets gewartet und wenn die Sowjets nicht kamen, haben die Terror im Inland gemacht oder haben die Leute überwacht etc. Das ist dieses Misstrauen, das ist in der Luft und vor allem in Luxemburg ist noch völlig offen, wer am Schluss überhaupt verurteilt wird oder ob die zwei Angeklagten, die übrigens Mitglied sind bei der Brigade Mobile de la Gendarmerie, das ist ein Teil, Spezialeinheit der Polizei, ob jetzt sozusagen diese verurteilt werden oder freigesprochen werden. Am Schluss bleibt dieses Gefühl, ja, ist der Staat jemand, der mich schützt und ist der Staat jemand, der mich durch Terror bekämpft und manipuliert. Dieses zwiespältige Gefühl, ich sage wirklich, der Friedensforschung und auch der Menschenrechtsforschung ist eigentlich das Problem, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute am Schluss völlig den Glauben an die Demokratie verlieren. Ich glaube, es gibt keine Alternative zur Demokratie, man braucht sie, aber der demokratische Prozess bedingt eben auch, dass Fehler aus der Vergangenheit ausgearbeitet werden, dass Verbrechen aus der Vergangenheit durchleuchtet werden und dass man dann irgendwann zu einem Prozess der Vergebung kommt und sagt, gut, das ist geschehen, wir schauen jetzt, was in Zukunft nicht mehr passiert. Welche Auswirkungen hat der Prozess auf die Schweiz? In der Schweiz gab es ja auch dieses Netzwerk P26, das Sie erwähnt haben. Genau, also wir hatten hier diesen Herr Andreas Kramer auch in Basel bei der lokalen Zeitung Tageswoche. Ich habe ihn da dann auch getroffen und gesprochen. Und da hat er gegenüber dem Journalisten erklärt, die Schweizer P26 habe Strommasten gesprengt hier in der Region Basel.
Und das hat hier auch für großen Wirbel gesorgt, weil der Chef der P26, der Ephrem Catalan, der ist bekannt, also in der Schweiz ist der Name des Chefs der Geheimarmee bekannt. Es sind auch einige Mitglieder der Schweizer P26 sind bekannt, weil wir hatten hier in der Schweiz eine parlamentarische Untersuchung. Als 1990 diese Dinge aufflogen, hat man in der Schweiz, das Parlament hat eine Untersuchungskommission eingesetzt und die hat einen öffentlichen Bericht publiziert. Und das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Die Wissenschaft kann sich jetzt auf diese Daten stützen und sagen, das ist ein Untersuchungsbericht des Parlaments. In Deutschland gab es eine solche Untersuchung nicht. In Frankreich gab es das auch nicht. In Belgien gab es eine Untersuchung der Geheimarmeen und einen öffentlichen Bericht. Und auch in Italien gab es das. Das Wesentliche jetzt bei der P26 ist, dass der Chef der P26 vehement abstreitet, dass die P26 diese Masten gesprengt habe. Also es geht auch hier in der Schweiz darum, wer hat die Strommasten gesprengt. Das ist weiterhin unklar, das ist auch in Luxemburg unklar, aber es ist natürlich interessant, wenn wir jetzt Leute haben, die sagen, das war die Geheimarmee und wir haben ehemalige Mitglieder der Geheimarmee, die sagen, das waren wir nicht. Da ist der Forscher, also ich als Historiker-Forscher, der steht da mittendrin und fragt sich, was stimmt jetzt, wer hat recht? Und da ist die Frage lanciert und dann muss man einfach weitere Daten finden. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, sehr gern geschehen.